Ich bin eine Frau der schnellen Entschlüsse, verstehst du? Entweder sofort oder nie. Da bin ich ähnlich. Da bin ich ähnlich. Aber dieses sofort passiert mir sehr, sehr selten. Das heißt aber auch, dass du dich ein bisschen auch limitierst, ne? Auf die Spaßfrau. Hast du nicht auch andere Bedürfnisse? Also mir wird es nicht reichen. Ich habe gerne auch Sex mit vielen Männern. Da mache ich überhaupt kein Hehl draus. Aber ich habe schon auch eine Sehnsucht nach jemandem, der dann auch mal bleibt und eben auch mit mir den ganzen Kuchen backen will und nicht eben nur kommt für Rosinen und dann wieder abhaut. Fehlt dir das nicht? Doch, das fehlt mir. Aber leider war es bei mir so, dass die Liebhaber und die Männer alles nur Passanten waren. Das heißt, du warst niemals in einen Mann verliebt? Doch, ich habe das manchen Sturm erlebt und nicht nur Windböen, ja. Und ja, es gab auch so zwei, die mir das Herz rausgerissen haben, ja. Meine erste Liebe, der hat mich so verletzt, ja. Er wollte mich nach Hause bringen und dann hat er das quasi nach einem Skiausflug zum Besten gegeben, dass es das war, dass es nächste Wochenende allein Skifahren geht. Dann bin ich in Tränen ausgebrochen und im Radio kam gerade das Lied Tränen lügen nicht. Und dann meinte er noch so schnippisch, das ist wohl dein Lieblingslied. Und meinst du, dass sie vielleicht irgendwie Wunden hinterlassen hat, die nicht mehr zu schließen sind? So what, verstehst du? Du musst dann irgendwann mal dich entscheiden dafür, ob du als Sensibelchen durchs Leben gehst oder als selbstbewusste Frau. Und ich habe mich dafür entschieden, wirklich, Männer sind zum Vergnügen da. Okay. Und die meisten noch nicht mal dafür.